Puh. Standing Ovations, so wie es okay. Läuft. Und jetzt, oh, fighten. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Haha, gib auf, Schwächling. Sprich dein Gebet. Du schaffst das. So wird der Meister zum Schluss. Ich bin der Sieger. Zum Meister. Ja. Du bist denn so noch keine Chance. Er soll lernen, dass man nicht einfach den Sieg erringt im Leben. Das zahle ich dir heim. Komm. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Ja, Jason, da. Ja, gut. Oh nein. Ah ja, total. Der Junge wird... Oh, der vernichtet mich. Ja. Beweg dich. Einfach knapp. Mein Leben. Du hast deinen Sohn gerade getötet. Ja. Ich habe ja noch was. Jetzt brauche ich mich nicht mehr zu entscheiden. Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Ja. Gehen wir mal rein. Nach so viel Manpower muss ich jetzt erstmal was futtern. Achso, hey, wo will der hin? Wo bist du hin? Ich habe gerade ausgedrückt, ganz im Ernst. Hallo? Schon. Ja, es gibt Essen. Achso, ich gehe ihn holen. Wo ist der hingegangen? Ich habe nicht geachtet. Draußen ist er nicht. Ja, Sean, wo bist du, Sean? Sean, wo bist du? Sean, wo bist du, gehst du? Der läuft schon wieder alleine. Achso, weil da zu Ende ist. Okay. Wo ist er denn? Oben? Oder ist er vielleicht draußen? Oder hat er sich versteckt? I didn't see him. Where is he going? Wer sie sind! Wer sie sind! So. Ethan, bitte hol jetzt Sean. Das halt Essen wird Maul. Kalt. Hol ihn doch selber, wenn's kalt wird. Da ist er doch. Oh, der Piepmatz ist tot. Der ist von der Stange gefallen. Sean? Der hat doch gerade noch gepiepst. Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean. Es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe den armen Vogel überfüttert. Ich habe ihm gerade noch Essen gegeben, verdammt. Mr. Fish. Ja, den musste ich jetzt auch irgendwie denken. Neue Szenerie. Wer ist das? Ich. Achso, guck mal, Sean, hast du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Jason. Der hört ja nicht. Dann hat meiner Jason. Wäre. Jason. Hat hinter die Löffel gehauen. So, beim zweiten Mal rufen, hat er zu hören. Jason. Jason. Warte, wenn ich ihn jetzt kriege, ne? Schade, wie ich ihn nicht rennen kann. Jason. Hallo. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Bitte, Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen.
Bitte, Dad, komm! Okay, wir kaufen einen Ballon. Du hast noch einen Boden. Cool! Hey, Großer, wie heißt du? Was? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Ich meine, das ist aus. Okay. Also ja, jetzt. Okay. Desto länger du brauchst. Ja. Was ist los da? Warum war denn so lange da? Da war nichts drin. Ah, scheiß drauf. Ah, nein, wollte ich nicht. Stimmt, das war der Richtige, hast Glück gehabt. Ja, aber ich wollte nicht. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer Junge eigentlich hinterher, aber dann hätte der Clown war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Sollen suchen? Ziemlich doof, ziemlich dämlich. Ziemlich dämlich. Jason! Gewesen, ne? Ein Lügen, der Kollege. Ich hätte gesagt, der hat, ja, wir spielen gerade Verstecken. Jason! Ich hab den irgendwie hier in die Richtung gesehen, aber gut, das Spiel will ich jetzt sowieso verarschen. Ich kann den gerade hier reingehen sehen haben und trotzdem ist der irgendwie ein Fucken weg. Weiter. Achso. Du kannst auch in die Rüstung gehen. Jason! Jason! Was sucht der da unten? Wie ist der da nach unten gekommen? Schnell, ich muss sofort nach unten, sonst verliere ich ihn im Gedränge. Jason! 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 Hey, Vorsicht! Jason! 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 Hey, was soll denn das? Hey, Vogel! Hey, was soll denn das? Hey, was soll denn das? Jason! Hey, Vorsicht, ja? Jason! Jason! Scheiße! Lach, musst du mir jetzt erklären, was für ein Problem hat er, damit der einfach rausgeht. Jason! Dad! Der läuft natürlich jetzt rüber, ne? Warum? Jason, nein! Jason! Jason! Oh mein Gott! Nein! Nein! Nein, Jason! Oh mein Gott! Nein! Ja, aber er hat sich verletzt. Nein! Oh mein Gott! Nein! Hey. Jedenfalls war das das Tutorial. Bestens mit der Stimme. Natürlich doch. Und jetzt geben sie ein bisschen an mit ihrem Wassereffekt. Ach so, ja. Ja, Heavy Rain halt, ne? Es ist halt aufgebaut wie ein Film. Das war Fahren halt auch. Und jetzt wird's auch nicht mehr so gut. Auch das erklärt sich jetzt ein bisschen von selber nach der Sache, aber trotzdem, ich bin immer noch. Er hat den er Junge ist gehabt. Im Krankenhaus und der Junge war auch im Krankenhaus. Der Junge hat trotzdem zu schwer verletzt. Ja, okay. Wenn ich das jetzt für mich so anhört, als wenn er schon tot ist. Wobei
weil das ja auch ein bisschen, ne, in dem Sinne albern ist, weil er hat den Junge geschnappt und hat sich im Grunde genommen mit dem Kreuz vor das Auto geworfen. Und trotzdem hat er ein Auto gehabt. Ja, ich merke jetzt, was du meinst mit dem Wassereffekten, wo sie angeben wollen. Ja, ja, doch, klar. Ja, zu der Zeit war es aber auch gut. Ja. Mike Powers. Man muss schon geil sein, um Powers mit Nachnamen zu heißen. Ja, hallo? Austin. Austin. Haben sie da gezeigt? Habe ich mir angeguckt. Den ersten. Das Beste, was ihre Majestät zu bieten hat. Chicken Dilly, baby. Behave. Oh, benimm dich. Das Beste. Wir fordern 1 Million Dollar. Was? Wir machen mindestens 9 Milliarden jedes Jahr. Gut, dann fordern wir eben 100 Milliarden Dollar. Nein, ich hab den, wie gesagt, ich hab den erst gesehen. 100 Milliarden. Müssen wir doch spielen. Denn ein guter Fick ist immer schick. Oh. Entschuldigung, da musste jetzt. Passt so schön zu der Optik jetzt gerade. Was? Ah, nein, Hilfe. Na gut. Ja. Wir sind immer noch in der Vaterrolle. Ja, immer noch. Ich bin da total drin. 2 Jahre später. Ist er nur noch Assistance Director? Oh mein Gott, jetzt lass mich doch auch mal. Oh mein Gott, war das schlecht. Schon. Okay, darf ich schon. Hey Dad. Hey. Safety first. Hast du dich auch angeschnallt, Kleiner? Sonst muss ich dir den Arsch rein. Ah, immer auf den Kleinen. Alles richtig gemacht, ne? Obwohl, eigentlich hätte ich ja erst den Spiegel einstellen müssen, ne? Ja, wir können auch pingelig sein. Automatik. Bin ich auch schon gefahren, automatisch. Schaltfaule. Schön. Wollte ich gerade sagen, für Schaltfaule oder halt im Stau ist es sehr angenehm. Mach das Age weg und mach ein O dahin. Ja, ist ja gut jetzt. Boah. Oh, deine schlechten Witze, Alter. Die hast du vom Sarah-Zahl abgeschrieben. Sarah wer? Ja, die wurde Gott sei Dank auch ein wenig geändert. Das ist verständlich, ne? Kann nicht mehr tun. Oder die Alte hat sich scheiden lassen, irgendwie so was. Die ist da nicht drüber hinweggekommen. Kennt man. Wer hat Schuld? Hat man schon gehört. Ja, zum Beispiel, genau. Das sind ja dann so die kleinen Sachen. Die weiß, damit er dann nichts für kann, aber gibt ihm trotzdem die Schuld, damit es besser verkraften kann. Ganz einfache Kiste. Und wie gesagt, ich ein Zeichen, die ist ja der Film. Sehr gut. Ganz oben steht schon. Scheint wohl ein Plan für ihn zu sein. Der wohnt aber noch nicht lange, da stehen noch Kartons. Ja. Der Origami-Killer, hast du als gelernt. Mhm. Schlägt wieder zu. Wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die... Ja. Wir sind nicht so schnell wie der Tonno bei Mass Effect. Okay. Aber ihr konntet das... Siebtes Opfer. Ja, irgendwie sowas. Hallo, habt ihr gemacht?
Wow, viel zu essen. Bier. Saft. Bier. Ja. Pizza. Saft. Alte Pizza. Saft. Saft. Hallo. Ja, mach ich auch immer. Einmal rütteln, ob noch was drin ist? Nee, du durchmengen, weil es nicht Fruchtfleisch. Ach so, ja gut. Alte Sau, ne? Eigentlich kann er auch aus dem Glas trinken, ne? Ach, ist seine Familie. Ja gut, auch war, aber trotzdem. Mach mal. Du bist aber durstig heute. Ja, ich hab Durst, ich hab Nachbrand. Ja, komm, schnell weg. Der Junge möchte bestimmt auch noch ein Bier haben. Gleich ist leer. Ja, würde ich sagen, schau dir mal den Zeitplan an, ne? Ah, hatte ich vor. So, Snack, Hausaufgaben, Abendessen, Schlafenszeit. Also erstmal Snack. Und die Uhr läuft wirklich, ne? Ach du Heiliger. Du bist dir überlassen, ob du dich schon hältst, aber... Was haben wir denn jetzt? Wir haben schon 5 Uhr. Ja. Hä? Sind doch noch gar nicht so lange zu Hause. Du hast die Zeitung gelesen. Ja, hallo? Du liest doch keine Stunde die Zeitung. Du wirst dich erst um deinen Sohn kümmern müssen. Die Uhr läuft verdammt schnell. Ja, super. Also 16:30, nee, 18 Uhr sollen Hausaufgaben gemacht werden. Ja, kann ich gleich machen. Wenig schlarischen rüber ein. Hallo? Ist da noch was drinne? Ja, ist es. Ist auch noch durch aufs Klo gegangen. Ja, ist auf jeden Fall. Irgendwas habe ich gehört. Ja, ich meine, der ist auf Klo. Kannst du Fenster kommen? Nö, dann geht ja auch wieder die Zeit zu schnell rum. Kann ich den Fernseher ausmachen? Jetzt nein. Dann kannst du aber auch nicht sprechen, glaube ich, wenn du hier sitzt. So, Junge, Hausaufgaben. Aber du musst dich hier achten. Ah, jetzt. Ah, verdammt, Mensch, reden. Hausaufgaben. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Jetzt. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Ganz genau. Lass nicht ausmachen. Bitte. Okay. Ich meine, das lenkt den Junge doch nur von seinem Hausaufgaben ab. Er sitzt, glaube ich, mit dem Rücken dazu. Was ist das hier? Okay, gut, 2:06. 6 Uhr sollten, glaube ich, auch gemacht. Ja, ja, deswegen macht er sie jetzt ein bisschen eher. Ach so, aber dafür kriegt er keinen Snack. Nö. Ich hätte ihm mir einen gegeben, wenn ich wüsste, wie das geht. Gib mir doch einen Piss. Oh, ja, super, das hat jetzt wieder viel gebracht. Jetzt natürlich in der Zeit auch das Haus durchsuchen können. Ich dachte, ich soll ihm helfen. Er sagt oder er hilft ihm. Ja, du bist ein sehr stummer Helfer. Ich merke das schon. Gut, dann mach deine Hausaufgaben, sonst gibt's was hinter die Löffel. Weiß Bescheid. Bescheid. Pessoa. Pessoa. Du bist keine Scheiße aus. Die Gäste machen. Gäste willst du hier hatten. Ja, gut, kann ich machen. Aber wir haben ja keine Gäste. Ja, doch, den Junge. Du siehst Familie als Gäste an. Möchtest du nicht in Ruhe scheißen? Ich hab gerne mein eigenes Scheißhaus. Meine eigenen 4 Wände. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt Fernsehen? Kann ich ihm jetzt sagen? Erst anschauen. Was, Grace? In Gedanken bist du gerade. Grace hat schon am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Das tut weh. Das tut weh. Kann ich mir das angucken, um ihm ja zu sagen? Ich hau das dann durchgehen. Ach so. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. 7 Uhr Dinner. 7 Uhr was? 7 Uhr Dinner, 8 Uhr ins Bett. Mhm. Wir müssen uns an die 8 Uhr halten. Nein. Aber wir, guck mal, der ist schon fertig. 5 Minuten nach. So. Dann kannst du das Haus begutachten. Ja. Mach mal über Licht an. Wird ja gleich dunkel draußen. Hello, wait.
Ach so. Das warst du, der da so ein Bommelade mal holt. Was? Ja, da ist noch was. Ja. Ich hab nichts gesagt. Entschuldigung, dass ich auf das hinweisen wollte. Ja, ja, erstmal wieder. Ich muss pipi. Du raus, ich rein. Ja, ich auch. Prost. Was macht denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Klauen? Rattengift? Snacks. Du hast mir keine Snacks gegeben. Ja, gut. Bin doch nicht weit. Schön, damit die da zeigen, so im Splitscreen, so, weißt du, so nach dem Motto, okay, ne, er macht jetzt jenes. Warst du wohl nicht aufmerksam. Das ist mein kleiner Schrank. Ja, und? Ich möchte trotzdem reingucken. Hätte auch sein können, damit sie ihm das letzte Hemd genommen hat. Weißt du, wie rachsüchtig die Alte ist? Ja. Geh mal, da. Ja, das ist der Tippi noch, oder was meinst du? Nein, du solltest nicht, weil du verschossene Tür hast. Ja, das gehe ich gleich ab. Bleib doch mal ruhig, Alter. Jetzt schlaf doch. Nein, das interessiert mich nicht. Ganz toll. Super, was der Junge da zeichnet. Wer hat da neue Gedanken dazu? Sollte ich gleich mal gucken? Schon mal alles dunkel machen. Du bist sehr fürsorglich. Ja, so bin ich halt. Ne? Meine Puppi schläft auch nur so. Die kann auch nicht anders bin. Oh, Gesundheit. Arbeitszimmer. Mhm. Immer noch das alte Haus war da. Wow, hat er also nie abgegeben den Plan. Ist er nie fertig geworden? Da bleibt nicht aus. Ja, aber kann ich ja jetzt schlecht fertig machen, während der Junge da unten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich bin. Bin ich eine Familie? Mhm. Ich geh mal lieber. Nee, das kann ich so nicht machen. Achso, meinst du wegen dem Fernsehen ausmachen oder was? Nee, oben ist auch ein Fernseher. Ja, aber interessiert mich nicht. Ich rechne damit, ja. Dass du jetzt das einfängst, oder? Nein, damit der da jetzt nochmal liest. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Kann das sein, damit wir von dem Origami-Killer gerade eine Nachricht bekommen haben? Ich würde sagen, krank? Das ist bestimmt eine Erkältung. Ich schaue mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Abendessen? Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schaue mal, was ich finde. Ja, toll, ich rufe dich, wenn es soweit ist. Oben im Alibert. Im Alibert. Alibert? Ja, so heißen die diese kleinen Schränke mit dem Medizinschränkchen. Ja, das sind oder ein WC-Schränkchen. Ja, aber das Ding wird auch Alibert genannt tatsächlich. Ist mir nicht bekannt, nein. Kennst du nicht? Nein, ich kenne kein Alibert. ja, da war's kurzzeitig. Fündig geworden. Finde ich Tüffe. Hört sich so, wenn der Kleine da nicht rumfuselt. Dann wollen wir ihm mal die Medizin einflößen. Ja, am besten mit einem Zäpfchen. Zäpfchen, ja. Boah, hab ich die Dinger gehasst. Nein, natürlich eingerollt in eine Pizza, damit der Junge das nicht mitkriegt. Mit Leberwurst. Ja. Hier, schluck das. Aber Papa, ich brauch Wasser. Du kriegst kein Wasser. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Ja. Achso. Boden spielen, schlafen gehen. Nee, erstmal essen.
Was gibt's denn? Das ist eine gute Frage. Pizza drin sein. Da oben steht doch Pizza rum. Dann schaut nach Hähnchen aus. Ja, aber Pizza schön warm machen im Kühlschrank. Ich bin mal gespannt, ob sie den Grafikfehler aus dem alten Teil rausgeholt haben. Ja, also jetzt Pizza geschnitten hat in der Seite diesen wunderbaren grün-schwarzen Pixel-Matsch gehabt. Okay. Ist ja die Remastered-Version, sollte ja jetzt besser sein, ne? Was ist? Ist ja die Remastered-Version, sollte jetzt hübscher sein. Ja, wir werden sehen. Vielleicht haben wir das nicht gesehen. Das war auch nicht zu übersehen eigentlich. Okay. Brauchst nicht mehr so hoch halten, wir glauben dir das schon. Nein! Da ist grün. Es ist grün. Ja. Die ist alt, die ist verschimmelt. Das ist kein Fehler, das ist Schimmel, mein Freund. Du kannst kommen, Sean.